Nach dem Erfolg 2018 ist der Traum die Titelverteidigung. Celestial Light TK und Trabrennfahrer Gerhard Biendl wollen den am Sonntag wahr werden lassen. Beim Bayern-Pokal in München-Dagefing. Also ein Zuschauer da, den man kennt, und wenn dann einer von den Einheimischen gewinnt, dann ist auch bei den Zuschauern die Freude größer und da wird dann schon richtig applaudiert. 5 Münchner Pferde gehen an den Start. Teilnehmen dürfen Stuten bis 10 und Hengste sowie Wallache bis 14 Jahre. Die internationale Konkurrenz am Wochenende hat es in sich. In den letzten Jahren war es immer so, dass also nicht gern Auswärtige zu uns kommen. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist so ein Pferd aus Italien da, eins aus Holland, und also ist wirklich unheimlich stark besetzt. Von den 9 Pferden, die da mitlaufen, kann fast jeder gewinnen. Mit einer Eigenschaft konnte sich Lokalmatadorin Celestial Light TK aber auch schon im vergangenen Jahr von der Konkurrenz absetzen. Das ist ihr Kampfgeist. Also die gibt immer alles. Also die beißt Zähne zusammen und kämpft sie bis zum letzten Meter durch. Also das ist ihr absolutes Plus. Das erste der 13 Rennen startet am Sonntag um 14 Uhr. Das Highlight, der Bayern-Pokal. Und dann liegen vor Gerhard Biendl und Celestial Light TK 2100 Meter, um ihren Traum von der Titelverteidigung wahr werden zu lassen.